Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, Barbara Weiß. Und ja, herzlich willkommen bei AJ Unicorn Rainbow. Es ist unscharf, jetzt ist es wieder scharf. Sorry. Und ja, also heute wird es lustig. Naja, Mario und Bob finden das auf jeden Fall. Gut, wir werden euch nämlich zeigen. Naja, wie es ist, wenn ich böse bin. Ja, Marie und Bob sagten unbedingt, dass wir das filmen sollten. Ich war dagegen, aber naja, jetzt ist es nun mal. Außerdem, wir haben das Zimmer komplett eingestellt heute Morgen. Und jetzt ist die ganze Playmus-Stadt, ja, umgezogen. Außerdem ist bei uns gleich daneben das neue Haus. Und ja, lasst uns doch beginnen und keine Zeit verschwenden. So, jetzt gehe ich mir doch mal einen Kaffee machen. Und sitze ein bisschen aufs Sofa. Und gucke ein bisschen Fernseher, einen Film. Los. Jones, was soll das? Ich gucke gerade das neue Musical-Konzert. Oh nein, Jones. Bitte nicht. Jones, hör auf. Ich habe hier gerade einen Smoothie. Welches sagst du, Smoothie richtig? Ja, aber lass mich auch mal gucken. Nein, jetzt gucke ich gerade das Konzert. Was ist denn das für ein Krach? Mensch, Papa! Na gut. Jones, ich wollte einen schönen Film gucken und nicht dieses Musical-Konzert. Das ist doch zu laut. Ach komm schon, Barbara, weiter geht's. Oh, bitte. Hör auf. Nee. Jones! Es ist besser, ich gehe hoch und ziehe meine Kopfhörer an. Jetzt kommt Mamas zweiter Grund, warum sie böse ist. Du, Marie, sollen wir in die Stadt gehen? Zum Kiosk und ganz viel Süßigkeiten kaufen? Ja, machen wir's. Wir steigen aus dem Fenster und gehen geradeaus in die Stadt. Ja, machen wir das. Zwei Smoothies und zwei Eis, bitte. Kommt sofort. Danke sehr. Ob diese Kinder echt Erlaubnis von den Eltern haben? Wo sind echt Mario und Bob? Bestimmt sind sie wieder heimlich zum Kiosk und haben Süßigkeiten gekauft. Ich gehe jetzt hoch und weiß, dass sie durchs Fenster gehen. Das wird eine Überraschung. Ein Monat Hausarrest, ganz bestimmt. So, hier verstecke ich mich jetzt. Bob, komm, wir gehen hoch. Wer haben wir denn da? Mama, was machst du denn? Seid ihr wieder heimlich in den Kiosk gegangen? Kinder, das gibt einen Monat Hausarrest. Mama, es tut uns leid. Zuerst isst ihr das Essen nicht richtig und dann geht ihr einfach heimlich in den Kiosk, kauft euch Süßigkeiten. Oh Mama, es tut uns leid. Oh, Marie, Bob. Jetzt kommt der dritte Teil, warum Mama wütend ist. Marie, ja Bob, ich geh mir mal was Süßes holen, ohne dass Mama es bemerkt. Okay. Zum Glück ist Mama einkaufen gegangen, Bob. Ja, das kannst du laut sagen. Papa schläft. So, jetzt klettere ich mal da hoch. Yeah, geschafft. Jetzt nur noch mein leckeres, süßes holen. So, und jetzt gucken, dass niemand kommt. So, jetzt ist niemand da. Oh, das teile ich dann schnell mit Marie. Und eins, zwei, schon bin ich unten. Boah, was hast du denn mitgebracht? Sei nicht so laut. Das ist für uns beide. Das war lecker, Marie. Was meinst du? Ja, das war sehr lecker, natürlich. Oh nein, Marie und Bob haben wohl die Packung vergessen. So, und jetzt schnell lesen. Mama sollte gleich kommen. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Oh, Jones schläft natürlich wieder. Ich gehe mal hoch zu den Kindern. Oh, ihr... Was soll diese Packung da am Boden? Bob, ich glaube, wir haben vergessen, die Packung wegzuräumen.
Kinder, habt ihr etwa heimlich Süßes gegessen? Nee, das haben wir nicht. Kinder. Wir haben. Aber nur ein bisschen. Oh. Ja, wir hatten Hunger.